Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute zeige ich euch, wie man Flip-Flop-Nodes einsetzt im Blueprints. Lasst uns loslegen. Also, wir sind wieder im Third-Person-Template. Und wir wollen Folgendes. Unsere Idee ist, hier eine Tür einzubauen und eine Animation zu erstellen mit dem Sequence-Node. Und sobald wir hier quasi bei Triggerbox, den wir als Schalter sozusagen einsetzen können, wird die Tür einmal aufgehen und einmal zugehen. Das machen wir mit dem Flip-Flop-Node machen. Also, den Player-Start können wir erstmal hier ziehen, damit der Charakter nicht so weit weg vom Geschehen gespawnt wird. Also, wir gehen hier auf Place Actors. Wenn ihr diesen Panel nicht seht, Windows, Place Actors, dann geht ihr auf diese Shapes. Cube, zieht den rein, zieht ihn hoch, drückt R-Taste, damit ihr das Ganze skalieren könnt. Skaliert den hier an der Seite, an der Y-Seite und etwas höher, ja, damit es wie ein Tor aussieht. Ziehen das Ganze hier rein. So, super. So, wie animieren wir das Ganze? Eine Möglichkeit war, wie in einem anderen Video, hier ein Sequence einzubauen. Add Level Sequence. Jetzt müssen wir einen Speicherort, Tür öffnen, ja? Tür öffnen, genau. Save. Jetzt haben wir hier eine Timeline, ja? Eine Timeline, die wir jetzt begrenzen, diesen roten End-Timeline, quasi Endzeit, quasi ziehen auf 60 Frames. Und jetzt müssen wir hier einen Actor reinziehen. Wie können wir das machen? Wir können das einmal über den World Outliner, das machen wir auch so. Wir klicken einmal hier auf diesen Cube, den können wir auch umbenennen, F2, und schreiben hier Tür rein, ja, Enter. So, diese Tür ziehen wir hier rein und dann haben wir direkt den Actor quasi drin. So, jetzt klappen wir diesen Transform auf, und Location, Y-Achse. Jetzt setzen wir hier einen Keyframe bei Frame 0, hier auf diese Position, ziehen das Ganze hier raus, ziehen auch die Timeline auf 60, ja, nochmal, und setzen hier einen erneuten Keyframe, ja, jetzt haben wir eine Animation, ja, die Tür geht auf, so, super, sieht auch super aus, jetzt können wir das hier schließen, jetzt haben wir hier eine Animation, so, jetzt wollen wir hier einen Trigger einfügen, Trigger, Box Trigger, den ziehen wir hier rein zum Beispiel, oder hier, ja, und können den mal hier symbolisch darunter setzen, sodass wir sagen können, okay, sobald mein Charakter quasi hier drauf steht, öffnet sich die Tür. Ja. So, jetzt klicken wir auf diesen Trigger, gehen hier in Level Blueprint, Open Level Blueprint. Das Ganze können wir rausziehen und dann wieder auf diesen Hauptpanel ziehen. So, also wir haben hier den Trigger. Trigger ist Add Event, Collision, Add on Actor, Begin Overlap. Also sobald der Charakter auf diese Triggerbox geht, wird ein Event ausgelöst. Welcher Event? Der Event, dass die Tür aufgeht. So, dann klicken wir erst einmal hier drauf, rechte Maustaste, Create a Reference, ja. Und wir brauchen auch den Sequence Actor, ja, der Sequence Actor auch hier, rechte Maustaste, Create a Reference. So, eigentlich gesagt brauchen wir das hier nicht, ja, Tür öffnen. Jetzt haben wir das hier und den Triggerbox. Jetzt gehen wir hin und schreiben Play Sequence, ja, Play Sequence Player. So, genau. Und dann haben wir das schon. Compile, Play. Und okay, wo haben wir denn, was ist los? So, ist der jetzt runtergeflogen? So, das. So, das kann. So. Ah, dann ziehen wir irgendwas anderes, ja. Ziehen wir mal den Cube hier rein. Muss ja nicht unbedingt dieser blaue, komische Cube sein. So, okay. Ein Schalter. Ist mit sehr fantasievoll. Speichern und auf Play. Ja, jetzt gehen wir hier einmal drauf.
und die Animation spielt ab und springt am Ende hin zurück. Warum? Weil wir eine Option bei der Tier-Öffnen-Sequenz nicht eingestellt haben. Wir klicken einmal auf die Sequenz, Tier öffnen, gehen auf Details und klicken hier Pause at End. Ja? Dann haben wir auch das Ganze richtig. So. Genau, jetzt bleibt er offen. Wir wollen Folgendes: Wenn wir einmal drauf gehen, öffnet er sich, und wenn wir nochmal drauf gehen, geht er zu. Und jetzt kommt der Flip-Flop-Node zum Einsatz. Der Flip-Flop-Node ist nichts anderes. Das zeige ich euch mal. Rechte Maustaste, Flip-Flop-Node. Da ist er schon. So. Hier geht ein Eingang raus und zwei Ausgänge kommen raus. Ja? Und die Sache ist die, dass der Flip-Flop-Node Folgendes macht. Jedes Mal, wenn hier ein Event oder irgendwas ausgelöst wird, wird abwechselnd A oder B ausgelöst. Ja? Also beim ersten kommt A, wird A getriggert, beim zweiten kommt B, beim dritten kommt A und beim vierten kommt B. So, wir wollen Folgendes. Wir wollen, dass die Tür öffnen Sequenz, ja, reverse, also rückwärts gespielt wird, nachdem einmal abgespielt wurde. Genau, da klicken wir rechte Maustaste, Reference und rausziehen Pin und schreiben hier Reverse. Ja, Reverse. Play Reverse, ja. So. Und das war's dann auch schon mit Flip-Flop Notes, ja. Ist sehr nützlich, ja. Könnt ihr auch Rätseln aufbauen. Also nochmal auf Compile und Play. Und dann gehen wir hier einmal drauf und die Tür geht auf, ja, und ja, die bleibt offen. Und wenn wir nochmal drauf gehen, geht sie zu. Nochmal drauf, geht sie auf, nochmal drauf, geht sie zu, ja. Und das Ganze könnt ihr noch weiterspielen. Also Flipflops, genau. Ja, das, also Flip-Flop-Nodes mit Sequence Player, das ist ein Beispiel. Ihr könnt auch andere Rätsel aufbauen und ja, gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Das ist der Flip-Flop-Node, der quasi den Flow der Nodes ändert, ja, abwechselnd. Gut, ja, das war's für heute von mir, meinerseits. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ich habe, wie ihr auch bemerkt habt, den Kanalnamen geändert. Ja, ich bin im Moment noch in der Findungsphase, versuche da verschiedene Sachen und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, den Like-Button und abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.